Das ist ein Spurtblasrohr der Marke Tornado. Es hat eine Länge von 1200 mm und einen Innendurchmesser von ca. 10 mm. Das entspricht einem Kaliber von 0,4. Das Rohr verfügt über ein Mundstück, durch das die Luft in das Blasrohr gepresst wird, weiterhin über einen Mündungsschoner. An diesem Mündungsschoner befindet sich eine kleine Zielvorrichtung, die ist aber regelwidrig. Allerdings ist sie auch nicht besonders wirksam. Als zusätzliche Einrichtung haben wir an diesem Rohr einen Darthalter für Wire Darts. Diese Darts, diese Blasrohrpfeile, sind aus Federstahldraht gefertigt. Das Handstück sorgt für einen sicheren Halt. Als Zusatz befindet sich hier noch ein Darthalter für Mini-Steel-Darts. Geblasen wird etwa in dieser Art. Und geschossen wird auf diese Scheiben, wie sie auch vom Bogenschießsport bekannt sind. Entfernungen für die Wettkämpfe oder auch fürs Training betragen 5 Meter, 7 Meter und 10 Meter. In einer speziellen Disziplin kann diese Distanz nach hinten ausgeweitet werden und da soll der beste Mann ausgeschossen werden. Nach der Vorstellung des Sportgerätes sollte man vielleicht noch erwähnen, dass es außer diesem Modell noch kürzere Modelle gibt, die sind dann aber nicht für den Wettkampf zugelassen. Und es gibt außerdem noch die Big Bore Klasse. Diese Geräte haben eine Länge zwischen 1600 bis 2100 mm und ein Kaliber von 0,625. Das entspricht einem Innendurchmesser von ca. 16 mm. Aber genug der Vorrede. Lassen Sie uns zur Tat schreiten. Gehen wir an den Stand. Die Wettkämpfe werden in Matches ausgetragen. Jedes Match wird mit 3 Sätzen zu je 6 Runden und jede Runde mit 5 Darts geschossen. Im vorhergehenden Beispiel sahen Sie, dass alle 5 Darts die gelbe Fläche getroffen haben, das Zentrum der Zielscheibe. Das gibt eine Höchstpunktzahl von 35 Punkten. Aber abgerechnet wird am Ende, liebe Freunde, und somit sportfrei.